Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladum zu einem neuen Video anlässlich des Festes zum Tag der Deutschen Einheit aus Berlin. Mittlerweile bin ich wieder zurückgekehrt und nehme dieses Video hier auf. Ich zeige euch heute mal ein paar Bilder und spreche da den Off-Text drüber. Mal schauen, was es wird. Ich habe auch ein paar kleine Videoschnipsel gedreht in Berlin und ja, da ein bisschen was mit dem Handy zusammengezaubert. Da man da jetzt nicht wirklich im Gedränge mit der Kamera rumlaufen konnte. Naja. Sind immer solche Ausreden, aber ich hoffe, ihr genießt es ein wenig. Hübsche Bilder habe ich zusammenbekommen. War eine tolle Woche in Berlin und ja, schauen wir mal rein, was so passiert ist. Ja, auf Instagram hat man schon gesehen, was ich so gemacht habe in den Tagen. Ich habe ordentlich geteilt und ordentlich Bilder rausgebracht. Aber ein paar Bilder, die habe ich euch natürlich auf Instagram noch verschwiegen. Habe ich nicht geteilt. Die kriegt ihr jetzt hier zu sehen und auch die Videoschnipsel, die ich natürlich auf Instagram nicht teilen konnte. Hier im Hintergrund dann gegebenenfalls eingeblendet zu meinen Sprachmemos. Zu meiner Sprache, die ihr hier so ganz wunderbar im Hintergrund hört. Ja, was war denn so los? Montag sind wir angereist und haben schon Hotel bezogen und so weiter und so fort. Und am 2. Oktober sind wir dann in der Innenstadt nach Berlin vor den Deutschen Bundestag gefahren, ja, gefahren vor den Bundestag, nicht so wirklich, war ja alles abgesperrt, ging nicht wirklich. Da kamst du nur durch großartige Kontrollen durch, musstest du die Tasche öffnen, musstest du reingucken lassen, musstest du dich überprüfen lassen. Ist halt so, wenn du auf Großveranstaltungen und Feste gehst, gerade vom Bundestag, gerade so ein zentrales Fest, da kommst du ohne Kontrollen nicht durch. Und dann waren wir auf der Festwiese vom Bundestag. Da waren ganz viele weiße Zelte aufgebaut, in denen sich die verschiedenen Länder vorgestellt haben. Die Vertreter der Länder. Ja, da gab es in den verschiedenen Ländern halt die speziellen Sachen, die halt zu dem Land halt gehören. Im Zelt von Bayern. Im Zelt von Bayern konntest du zum Beispiel Oktoberfest machen, da haben sie wahrscheinlich ein Bier ausgeschanken. In Sachsen konntest du dann, ja, was gibt's dann in Sachsen? Gab's halt immer speziell Sachen, die für das Land stehen. In Thüringen zum Beispiel konnte man sich eine Thüringer Rostbratwurst und Steak besorgen. Original Thüringer Fleischwaren habe ich mir natürlich besorgt. Ja, und dann halt entsprechende Sachen. Nicht nur Nahrung, sondern auch andere kulturelle Güter, die man jetzt dank Einigkeit genießen kann, um es so auszudrücken. Ja, und dann waren wir natürlich noch am Brandenburger Tor. Da war die Festmeile ordentlich geschmückt und auch wieder mit Zelten dekoriert. Und auch das Brandenburger Tor sah schön dekoriert aus. Da hat man diese wundervolle
Dekoration gesehen, der Mauer. Tja, der Mauerfall wurde nicht gefeiert. Tag der deutschen Einheit ist am 3. Oktober. Mauerfall ist wann anders? Ihr wisst das, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ja, da war großes Bühnenprogramm. Am 2. Oktober noch nicht so sehr, aber dann am Abend des 2. Oktober zum 3. Oktober hin. Und dann ja, halt so. Am 3. Oktober halt logischerweise mehr los als am 2. Und dann, ja, war es sehr windig am 2. Oktober, am 3. Oktober auch. War halt ja etwas regnerisch das Wetter und aber doch sehr schön zwischendurch, wenn dann die Sonne mal rausgekommen ist, war dann doch blauer Himmel und ja, war doch auch schon am 2. Oktober einiges los. Ja, auf der Bühne haben sie schon zwischendrin mal Soundtests gemacht. Eine Sängerin hat da schon am 2. Oktober, wo wir da waren, ihren Soundtest gemacht. Ihr habt es vielleicht ein bisschen rausgehört, habe ich vielleicht gerade ein kleines Video eingeblendet. Ja. Und am Abend war dann ein großes Konzert und große Feier und groß am Abend noch Feuerwerk vom 3. Oktober. Also in den jeweiligen Abenden, also vom 2. auf den 3. und vom 3. auf den 4. Also die Abende. Ich war nicht da, also so auf die Partymeile am Abend hatte ich nicht so wirklich Bock. Aber ich bin am Tag da rumgeschlendert. Hier auch mal ein Bild von den Einweisungskontrollen, hier von den Eingangskontrollen. Da war dann vorne dieses lustige Schild, Hinweis des Veranstalters. Ja. Fand ich ganz lustig. Vor allem der letzte Hinweis. Sehr gut. Das Brandenburger Tor von hinten. Ja, da war halt hinter dem Brandenburger Tor nicht so viel los auf der Ostseite. War halt nicht viel los. Auf der Westseite stand das ganze Geplänkel mit der Bühne und mit der Festmeile. Ja, einigermaßen logisch. Ja, da haben wir dann halt den Tag auf der Festmeile und auf der Wiese verbracht und sind durch die Stände gelaufen und ja, rumgewuselt. Wir, sage ich, weil ich da mit meiner Familie war. Ich war da nicht allein. Aber ja, bin auch allein ab und zu mal durchgetingelt hier. Ja, auch die Bundesregierung hatte ihr Zelt und auch der Bundesrat und so weiter, halt die Regierung hatte ein Zelt und halt die ganzen Bundesländer, aber halt ja, halt ein gewöhnliches Fest. Nichts außerordentlich pompöses, aber ja, halt eine angemessene Veranstaltung, eine angemessene Party. Sofern man es Party nennen will, darf, kann, soll. Dann sind wir runter von der Meile. Man sieht es hier auf dem Bild. Ziemlich regnerisch auf der Straße. Da ich mal die Hauptstudio fotografiert. Fand ich ganz cool. Bin ich noch nie begegnet, dem ARD Hauptstadtstudio. Wusste ich gar nicht, dass das dort steht. Es ist ziemlich in der Nähe des Bundestags, so ein bisschen, also gerade runter von der Festmeile, da kommt man dran vorbei, wenn man richtig abgeht. Ein hübsches Bild von der Spree, ja, sieht man auch hier wieder, es ist ziemlich verregnet gewesen, der Tag, aber ja, war ein bisschen grau, aber doch schön, also es hat nicht die ganze Zeit durchgeregnet, es war
in Ordnung. Man konnte rumlaufen. Auch nicht sonderlich kühl. Ja, so wie es halt für einen Herbsttag halt irgendwie. Ja, gewöhnlicher Herbsttag, wie es halt so ist. Das Bundeskanzler, nein, das Kanzleramt ist es nicht, das ist Teil des Bundestags. Da, das Bundestags- oder Reichstagsgebäude mit der Kuppel. Ja, dann waren halt auch die Straßen voll mit Autos, war halt, also wenn du mit Auto da warst, war es halt ziemlich schwer, einen Parkplatz zu kriegen, weil halt wirklich alles vollgeparkt war. Ist halt im Zentrum Berlin am Tag der Deutschen Einheit oder am Vortag da irgendwas zu kriegen. Brauche ich euch das noch zu erzählen? Das ist halt recht schwer, da irgendwie Plätzchen zu finden. Mit der S-Bahn und mit der. Und also mit der S-Bahn und zu Fuß kamst du ganz gut rein. Also mit dem Auto kamst du nicht wirklich in die Innenstadt. Aber zu Fuß kam man zurecht. Und auch mit dem Auto kommt man hin. Also wenn man einen Platz dann nach einer halben Stunde findet, wenn man eine halbe Stunde gesucht hast, findet man dann irgendwann mal ein Plätzchen. Und zu Fuß kam man zum Bundestag rein. Also mit dem Auto konntest du nicht bis an Bundestag ranfahren, aber ich glaube, das konnte man auch sonst nicht sonderbar gut. Hör ich auch zu labern über solche Sachen. Am Abend war ich dann noch im Kino und habe mir einen Film namens Ballern angeguckt. Ja, ein Film für die Leute, die es nicht wissen, der um eine Fluchtgeschichte in der DDR geht und ja, um eine Ballonfluchtgeschichte geht. Ich kann es nicht so gut beschreiben, ich bin kein guter Filmbeschreiber. Ja, der Ballonfilm ist neu im Kino, kann man gucken, kann man mal nachrecherchieren und kann man mal schauen als Vorbereitung auf den Tag der Deutschen Einheit, ein Fluchtfilm aus der DDR. Von Michael Buddy Herbing als Regisseur. Ich habe mir eine Popcorn und eine Fanta dazu gegönnt. Könnt ihr bei der Gelegenheit mal auf meinem Letterboxd-Account vorbeigucken. Ist verlinkt in der Kanalbeschreibung. Ganz hinten durchklicken und dann runter und dann anklicken. Letterboxd. Da mache ich Filmkritiken und Filmbewertungen neu seit ein paar Tagen. Und ein leckeres Abendessen gab's in einem Restaurant. Leckeres Steak. Ich glaube Rumpsteak war das ja. Rumpsteak mit Zwiebeln, mit Bratzwiebeln und Kräuterbutter und ein bisschen wenig Grünzeug dazu. Hat aber lecker geschmeckt. Miam. Der 3. Oktober begann damit, dass wir ins Computerspielemuseum gegangen sind. Ja, das Computerspielemuseum. Ich war noch nie drin. Das war Premiere für mich. Ein wundervoller Ort, ein wundervolles Museum. Ja, hier haben wir einen Bildschirm, einen Röhrenfernseher mit einer, was war das hier? Das ist eine Gamecube, genau, Gamecube. Da konnte man halt die ganzen alten Spiele und Sachen antesten, halt wie in einem Museum, halt bloß zum Anfassen. Videospiele und halt Computer. Also nicht nur Computerspiele, sondern auch Konsolen. Sehr schön. Ich habe die Wall of Fame, wenn das so dran hängt. Unter anderem hier auch Gronkh und Sarazza. Ja. Ein Spielemuseum, Wall of Fame. Nicht ganz verkehrt. Ein Pong-Automat. Ja. Eines der ersten Videospiele, die auf den Markt kamen. So richtig so ein alter Automat. Hier hatten wir eine Timeline von
Anfang an hier war, ich weiß nicht, wann das erste war, habe ich jetzt hier nicht wirklich drin, soweit ich weiß. Ja, von Anfang an bis, ja, nicht ganz heute, aber so. Ja, hier haben wir ein Bild 1989, 1990, 1991, 93. Da waren halt dann die Spielekonsolen des Jahres drin. Hier der SNES, mit dem einige aufgewachsen sind. Die erste Konsole von Nintendo, also die erste wirklich etablierte und gute, also die erste, die sich gut verkauft hat von Nintendo, die NES, das Nintendo Entertainment System, das NES, Nintendo Entertainment System und SNES, das Super Nintendo Entertainment System. Schöne Sache, ich habe den NES Mini Classic, also den Classic NES Mini bei mir auf dem Regal stehen. Wunderhübsch. Hier das Original. Damit wurde Nintendo begründet und damit, na Nintendo nicht, Nintendo gab es schon früher, aber damit daraus kam dann auch die heutige Switch oder der 3DS oder der DS, der Game Boy und so weiter und so fort. Versteht ihr, wie ich es meine? Der NES war so die Grundlage für das alles, was wir heute von Nintendo haben dürfen. Ja. Hat den Spielemarkt revolutioniert und umgewälzt und ja. Der große Games Crash, da könnte ich jetzt noch was über drüber erzählen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, soll jetzt keine Geschichtsstunde werden. Wäre auf jeden Fall eine interessantere Geschichtsstunde, als man so in der Schule bekommt. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Museum. Ja, ein cooles Geschichtsmuseum. Kann man auf jeden Fall sagen. Hier noch mal ein Bild, wo hier von der Wand ab NES ging noch ein bisschen weiter. Hier auf der anderen Seite. Da ging es weiter hier von. Ich kann es gerade nicht sehen, das Bild ist ein bisschen zu verschwommen. Es ist halt ein Handyfoto. Da hinten ging es halt los bei. Ja, hier noch weit. Also Anfang der 80er hier mit den ersten Konsolen hier. Was wir da hatten. Hier kann man es nicht wirklich sehen, aber hier, das ist die erste Konsole ganz links im Bild. Steht gar nicht drin, kann ich gar nicht lesen. Aber hier der Football, hier, das die daneben. Aber hier. Ja, ist halt Handy, Kamera, sieht halt nicht so, sieht man halt nicht so gut. Aber könnt ihr ja mal googeln, könnt ihr mal herausfinden, ist ja, vielleicht weiß auch der ein oder andere, was das so ist. Ja, das fand ich lustig hier, diese ganzen alten Kisten hier. Der erste Computer, der erste Spielecomputer da rechts oben im Bild. Sieht ganz putzig aus. Ja, den N64 habe ich hier noch fotografiert. Der Nachfolger vom SNES. Ja. Hier hatten wir eine Wand mit den, ja, legendären Spielen. Da in der zweiten Reihe, in zweite Reihe, dritte von oben, sieht man E.T., das Spiel. Das wohl schlechteste Spiel, was halt so. Habe ich eine Führung mitbekommen, die an mir vorbeilief, und wurde gesagt, das Spiel sei sogar so schlecht gewesen, dass sie es damals in der Wüste vergraben haben und nie mehr ausgebuddelt haben. Doch später wurde es dann wieder ausgebuddelt, aber das soll wohl so abgründig gewesen sein. Ja, auch gute Spiele hier in der Timeline. Game Meilenstein heißt das. Oh, da haben wir einen Automaten. Einen Pong-Automaten könnte man mitspielen, könnte man sich zu zweit dran stellen und da an den Hebeln drehen. Ja, ganz einfach, ganz easy noch. Das ist eines der ersten Spiele hier. Eines der ersten Videospiele überhaupt. Dann war Vindicators. Auch da gab es so eine Halle mit den ganzen Automatenspielen. Hier konnte man mit Panzern andere Panzer und Panzertürme abschießen. Erstes Ballerspiel. Hier, Paper Boy.
Da musste man Zeitungen austragen mit einem Fahrrad, dass man die Straße lang gefahren und hat Zeitungen nach links geworfen und in die Häuser rein. So mit dem Lenkrad dran, dass man so gefahren am Automaten. Das Lenkrad davon dran. Wundertoll, das mal erlebt zu haben. Space Invaders. Kennt man, glaube ich. Naja, kennt man nicht jeder, aber ist eins der bekannteren Arcade-Spiele. Wenn man die Aliens abschießen muss, muss man unten so lang auf dem unteren Boden und dann so ballern, ballern, ballern. Dann hat man diese Schutzschilde dort und dann kann man da die grünen Schutzschilde, wo man sich drunter verstecken kann und dann muss man die Reihe oben wegpusten, so wie man kann. NES, den konnte man spielen. An dem Röhrenfernseher konnte man sich hinsetzen und da mal ein bisschen zocken. War nicht so das beste Spiel, was man da spielen konnte, war irgendwie so ein Wikinger. Game, also ja, konnte man mal die Steuerungstechnik kapieren, sofern man es noch nicht gekannt hat. Eine betriebsfähige Konsole, auch schön, mal mit einem SNES gespielt zu haben. Oh, dann mal die Pain Station, das war ja eine Sache, da ich mich da nicht hingetraut. Steht vorne hin das Schild: Besuchen ab 18 Jahren ist das Spielen an der Pain Station erlaubt. Bitte wenden Sie sich dazu an unser Kassenpasspersonal. Pain Station, das heißt schon so, das wisst ihr, wie, also mein Englisch kann, weiß man Pain und Station. Ja, habe ich mich nicht getraut, das ist, nee, das Warnschild ist lustig, das habe ich mir durchgelesen, das ist, ja, wenn man schmerzgeil ist, da kann man das mehr machen. Die Pain Station verursacht echte Schmerzen. Mal vorlesen hier. Das Spiel erfolgt auf eigene Gefahr, es wird keinerlei Haftung übernommen. Gelegentlich können nach intensivem Spiel folgende Verletzungen auftreten: Verbrennungen an der Handunterseite durch intensive Hitzeeinwirkung, Lähmungserscheinungen in der linken Körperhälfte durch Stromschläge und Hämatome und offene Verletzungen auf dem Handrücken durch wiederholte Peitschenhiebe. Gesundheitliche Voraussetzungen, also ja, die Pain Station wird mit zwei Personen gespielt. Der Genuss vor allem von wahrnehmungsveränderten Rauschmitteln ist nicht gestattet. Ach so, ja, von den Rauschmitteln. Ich dachte, den Genuss von dem Teil. Ja. Gibt es auch manche, die drauf stehen. Ja, bitte. Ab 18 muss man sein, verboten sind Spieler mit Neigung zu epileptischen Anfällen und verboten sind Spieler mit Herzschrittmachern oder Herzschwächen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Es ist, ja, da hat man halt in der Mitte das Spiel, was man spielen muss, und da muss man mit den Controllern spielen und wer einen Fehler macht, der kriegt von der Peitsche eine gewischt oder kriegt einen Hitzeschlag oder einen Stromschlag, das ist, ja, braucht man sich gar nicht zu fragen, das ist nicht nachdenken. Dann hatten wir hier, ach, wieder dieselbe Ecke mit den Spielmeilenstein, habe ich unten fotografiert, weil es mir gefallen hat. Dann mal ganz unten Far Cry 2004, 1996 Pokémon, das ist die rote Edition, die da liegt, und der Pokémon-Film. Und Sims, The Sims 2000. Geilo. Und da waren wir wieder auf der Meile hier. Der Klassiker schwäbische Maultaschen. Ja. Gab es bei mir einmal zum Mittagessen am Tag der deutschen Einheit. Hat sehr lecker geschmeckt. Hier. Der Maultasche. Eine Handy-Maultasche, wie die hieß. Einfach eine klassische Handtasche in der Tüte auf der Hand. Nochmal gezeigt. War sehr voll hier. Das war noch lange nicht alles, also das ist hier nur ein Teilausschnitt im Deutschen Bundestag drauf. Also gab auch Flächen, wo es voller war, aber hier jetzt am Vortag halt ein bisschen leerer, jetzt am Tag der Deutschen Einheit logischerweise ein bisschen gefüllter. Und dann sind wir in den Bundestag rein, haben wir vorher reserviert, sind dann auf die Kuppel gegangen und haben uns von oben das Fest angeguckt, hier von den Stufen des Bundestags. Da kann man nur mit Reservierung rein, muss man vorher online bestellen oder
am Tag selbst mal lange anstehen. Ja. Sieht man es mal von oben. Und hier in der Kuppe, da haben wir die Aussicht aus der Kuppel des Bundestags. Und die Spree ein bisschen mit dem Fernsehturm im Hintergrund und dem hässlichen Klotzgebäude dort. Das zerstört für mich irgendwie das Stadtbild. Das ist keine Ahnung, warum man das dahin gebaut hat. Irgendwie ein Bürogebäude. Aber hässlichst hier, richtig klotzig dort, direkt vor dem Fernsehturm. Kein Schimmer, wer das geplant hat. Und dann geht's nochmal runter, ein Blick auf die, sag schon, Festwiese. Die ganzen weißen Zelte, wie ich gesagt habe. Da gab es so einen runden Globus-Teil, wo man reingehen konnte. Das war so ein bisschen Ozean-Geschichte. War ich nicht drin. Ja, und hier oben auf der Terrasse des Bundestags vor der Kuppel draußen runtergucken. Auf das Gedränge unten in der Menschenmenge am Tag der Deutschen Einheit. Ja. Schön, schön. Und die Kuppel. Da von oben aus dem Kuppelvorraum, aus dem hier Eingangsbereich hier runter auf die Treppe da. Ja, groß ist das Ding. Große Säulen. Tief geht's runter. Hier habe ich mal die Türen fotografiert vom Hammelsprung. Haben wir letztens mal erlebt, wer das nachverfolgt hat, die Politik in Deutschland. Gab es mal eine Abstimmung, wo der Hammelsprung stattfand. Findet, glaube ich, recht selten statt. Kann ich ja kurz mal erwähnen, viele wird es nicht interessieren. Viele interessieren sich nicht für Politik, aber man kann im Deutschen Bundestag über drei Weisen abstimmen. Über Abstimmungskarten, über das Handzeichen, indem man sich meldet, oder über den sogenannten Hammelsprung. Da geht man raus da gehen die Politiker raus aus dem Parlament, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ihr wisst, was ich meine, aus dem Parlamentssaal, ich bin heute irgendwie doof. Und dann kommt man durch diese Türen rein. Auf dem einen steht ja, auf der anderen steht nein. Und auf der linken steht Enthaltung. Also rechts nein, in der Mitte ja, links Enthaltung. Und dann geht man halt da durch und ja, stimmt halt dafür ab, wo man halt sich in. Wenn man sich, ja, stimmt halt so ab, wie man sich entschieden hat. Und dann wird gezählt, am Eingang stehen drei Parlamentsdiener davor und zählen, wie viele Leute durch welche Tür kommen. Ist auch eine Art der Entscheidung. Finde ich ganz spannend. Also mich begeistert das sehr. Hier einmal draußen vom Bundestag hier. Das Motto des Tags der Deutschen Einheit. Nur mit euch. Die Flaggen hier vom Bundestag. Das war übrigens die Eingangskontrolle. Sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz. Da muss man hier an Zäunen vorbei, muss man hier, da wo die ganzen Massen stehen. Ganz links im Bild ist das dort. Da kann man durch. Da ist dann die Kontrolle. Da sind dann so Tische aufgebaut. Da muss man dann seine Tasche aufmachen. Habe ich auch schon erzählt. Wird man kontrolliert. Und da ein Mahnmal für die deutsche Mauer, die deutsch-deutsche Mauer, am Bundestag, an der Mauer des Bundestags lang ging ein Teil der Mauer. Brandenburger Tor kennt man ja. Ja, die Opfer der deutschen Mauer werden hier gedacht. Und hier die Partymeile am Tag der deutschen Einheit. Voll war's. Vor allem vor dem Brandenburger Tor auf der Partymeile. Richtig viel los, Massen von Menschen. Ja. Ganz viele Menschen unterwegs hier. Auf der Partymeile.
Da habe ich ein bisschen reingefilmt hier, die Menschen, die auf der Meile rumlaufen. Ja, da bin ich auch ein bisschen durchgelaufen, habe mal in den Ständen nachgebucht und habe den Tag der deutschen Einheit gefeiert. Hier die Meile lang gegangen, wo die ganzen Städte auf dem Boden waren, von A bis S, von A bis Z natürlich. Hier haben wir S. Lief es halt hier Strahlendorf, Stralsund, Strande und so weiter mal weiter. Hier war das S auf der Partymeile und A begann irgendwo hinten am Bahnhof irgendwie. Nein, nicht ganz am Bahnhof, aber wenn man vom Bahnhof aus kam, beginnt das A und dann durch die Wiese und dann zum Brandenburger Tor und dann runter. Und am Brandenburger Tor war, glaube ich, ich habe es nicht ganz nachverfolgt, also war ziemlich lang. Und auch am Tag der deutschen Einheit gab es wieder was Leckeres zu essen zum Abendbrot, ein leckeres Festessen. Da war Vogel gegessen, das war Vogel, habe ich Vogel gegessen. Das war Wachtel, wenn mich nicht alles täuscht. Zwei müssen das gewesen sein, wenn ich richtig sehe, das müssen zwei Wachteln sein. Mit Bratkartoffeln und so ein bisschen Zwiebeln drüber und wieder sehr wenig Grünzeug. So. Hat hier geschmeckt. An der Wachtel ist immer ein bisschen wenig Fleisch dran, aber ja. Und am letzten Tag, jetzt am 4. Oktober, waren wir dann nochmal auf dem Alexanderplatz hier im Alex. Und da bin ich dann noch ein bisschen shoppen gegangen. Ein bisschen durch die Läden streifen, mal gucken. In Elbenwald war ich. Ja, auch wunderschön. Elbenwald, Berlin besucht. Das Alexa, ein sehr großes Einkaufszentrum in Berlin, das größte, wie ich denke, wenn ich mich nicht irre. Ja, im Mediamarkt, in der Spieleabteilung habe ich auch rumgestanden. Ja, habe ich mir ein bisschen angeguckt, was es gibt. Ein Oktoberfest war auch auf dem Alexanderplatz. Ja, da konnte man auch Oktoberfest feiern. Ja, hier ein wunderhübsches Bild, vom wunderhübsches Foto vom Alexanderplatz. Ja, der Fernsehturm steht direkt auf dem Alexanderplatz. Und die Weltuhr. Hübsch, hübsch. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit meinem Video zum Tag der Deutschen Einheit zur Sommertour 2018 aus Berlin. Ich hoffe, euch hat's irgendwie gefallen. Ist eventuell ein bisschen lang geworden, aber ja, so ist es halt, wenn der Zwergenfürst labert. Ist halt wie gewohnt. Ich würde sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Man sieht sich wieder im nächsten Video auf meinem Kanal. Na, dann würde man sagen, ciao, ciao und adios. Bis dann.